Hallo liebe Spielende, willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Dark Age of Camelot. Ich bin Garion Metatron, hier im Spiel heiße ich ein bisschen falsch, weil ich musste auf einen US-Server umziehen und da war mein Name schon vergeben. Hier, das ist die neue Champion Quest. Family Favor, die habe ich abgegeben diesmal. In meinem letzten Let's Play, da habe ich die auch erledigt, bin nach Hoth geritten, da haben wir ein bisschen was von der Gegend gesehen. Und jetzt bekommen wir hier die neue Quest, Diagnosis Dire. Diese Quest ist für Champion Level 10+. Das heißt, mit dem Original Darkness Rising Add-on damals kamen 10 Champion Level ins Spiel. Mittlerweile gibt es 15 Champion Level im Spiel. Und dafür muss man hier zum Beispiel diese neue Quest erledigen. Ihr müsst ihr nicht, aber könnt ihr. Und unten rechts in der Ecke seht ihr es auch schon. Meine Champion Level haben wieder 3 Bubbles, 3 Kugeln. Und das heißt, ich muss jetzt wieder was tun. Muss also neue Sachen erledigen hier, weil es gibt mittlerweile Kranke in Tirnanog und wir versuchen rauszufinden, warum die so krank sind und was wir dagegen tun können. Und hier seht ihr es ja. Da steht es nochmal, wir sollen mit Even reden. Und jetzt kommt die nächste Quest, Prognosis Grave. Ja, das eine war Diagnose, das ist jetzt die Prognose, das Grab. Also ist es eine ganz schön schlimme Krankheit. Und wir sollen jetzt zum Heiler zurück und dem mal erklären, was denn hier passiert ist. Also ihr hättet euch jetzt die Quest durchlesen müssen, wenn ihr mitkriegen wollt, was da los ist. Einfach nochmal zurückspulen. Und dann ist jetzt hier der Heiler und dem geben wir nun die erste Champion Quest ab. Jetzt wissen wir also, alles ist sehr gefährlich im Moment. Die Krankheit breitet sich aus und wir versuchen, diese Krankheit einzudämmen und eine Heilung zu finden. Und da gibt es dann die Quest Temporary Cure, also kurzzeitige oder zeitweise Heilung. Und dafür müssen wir jetzt in die Coruscating Mines. Coruscating Mines? Auf jeden Fall in ein Dungeon. Jawohl, wir müssen mal wieder in ein Dungeon hinein und das werden wir auch demnächst machen. Dafür warten wir aber noch ein Let's Play ab, weil heute machen wir nicht nur die Champion Quest. Noch kurz zum Ende zu führen, also 15 Champion Level gibt es jetzt, da gibt es natürlich eine tolle Belohnung am Ende. In Darkness Falls, das ist ein Reich gegen Reich Dungeon, also ein PvP Dungeon mit auch Monstern drin, da gibt es mittlerweile eine Waffe und eine Rüstung für Champion Level 15. Die Waffe sieht auch ziemlich cool aus. Aber dafür müsste halt erst 15 sein. Und ihr seht es ja unten, ich bin gerade Champion Level 11 mit 4 Bubbles. Hab also noch ein bisschen was vor mir zu leveln. Ihr könnt auch an normalen Monstern leveln, aber die Quests geben viel mehr Exp. So, wir sind auf der neuen Insel. Es gibt eine neue Insel in dem PvP-Gebiet. Wir sind im PvP-Gebiet in den Grenzen, das seht ihr da oben, Frontier auf der Minimap. Elan Vranin heißt das. Und auf dieser Insel gibt es in der Mitte eine neue unterirdische Festung. Die gehört zur neuen Kampagne, Otherworld-Kampagne, die wir auch weiterspielen werden. Also auch hier werdet ihr in den nächsten Let's Plays sehen, was diese neue Otherworld-Kampagne ist, was da so abgeht. Und dafür muss man dann hier auf die neue Insel am Ende der Kampagne natürlich. Die ersten Quests sind noch relativ einfach, aber die zeige ich euch auch. Und was machen wir heute noch? Wir machen heute noch die Valentinstags-Quest. Bedeutet, wir werden heute noch gucken, was wir für den Valentinstag erledigen müssen. Da gibt es mehrere Quests. So, und hier seht ihr PvP-Gebiet. Ich bin hier gerade von ein paar Albis, von ein paar Dosen platt gemacht worden. Rittern, ja, oder Highlander. Es sind auf jeden Fall andere Spieler aus dem Reich Albion. Und weil da viele Ritter rumlaufen, viele Paladine und so, nennen wir die immer die Dosen. So, das war jetzt eine ganze Gruppe. Da habe ich natürlich nichts auszusetzen gegen. Von daher war ich dann jetzt auch einfach mal platt. So, wir wollen nach World's End. Das ist hier in Hybrasil. Das ist die Erweiterung Shrouded Island gewesen. Und hier, das kam später ins Spiel hinein. Altia Ferran. Das ist ein Gebiet, da ist ein riesen Krater drin. Das ist also noch vom Add-on ein Add-on.
Und da konnte man dann auch mit der Gilde wirklich mit, ja, 10, 20 Leuten sind wir da manchmal hin und haben in so einem riesen Krater so einen riesen Oktopus gekillt. Das war schon ziemlich cool. Das ist übrigens auch der Vorteil an Dark Age of Camelot. Das Spiel ist wirklich geeignet, mit hunderten Leuten was zu machen. Also zu raiden, Master Level zu machen in Atlantis, PvP zu machen, riesige Dungeons zu machen, wo man auch mit 100 durch muss, damit man es überhaupt schafft. Also früher war es jedenfalls so, Galadoria nenne ich da mal. Und das ist jetzt alles nur Hibernia. Also alles, was ihr die ganze Zeit bei mir seht, ist jetzt ein Reich, wo nicht das gegnerische Reich rein kann, ja? Also wir sind die ganze Zeit in Hibernia. Hier darf keiner von Albion rein, das ist das Heimatreich. Und hier darf keiner von Midgard rein. Das sind die drei Reiche, die sich hier gegeneinander bekriegen. Und das ist jetzt nur die Insel Shrouded Isle hier. Dann gibt es noch das Hibernia Mainland. Dann gibt es noch Trials of Atlantis. Das teilen die sich, glaube ich, irgendwie. Aber jeder hat trotzdem sein eigenes Atlantis. Aber hier das wird ein Albion-Ritter nie sehen, wo ich jetzt hier lang reiten werde. Und darum ist das natürlich ganz interessant, das Spiel. Also egal welches Reich ihr spielt, ihr seht auch komplett Gebiete, die ihr sonst nie sehen würdet. Bedeutet, in jedem Reich einen Char zu machen, macht wirklich Sinn. Da kriegt er andere Quests mit, da kriegt er andere Stories mit. Hier, das ist alles sehr feenreich, Irland, ja, so Kelten und ja, alles sehr mystisch. Bei Rittern ist natürlich Ritter der Tafelrunde, also in Albion ist mehr so die Geschichte von, ja, Merlins Tafelrunde, ne, Arthurs Tafelrunde mit dem Zauberer Merlin und dem seinen Gegnern. Und also alles sehr, sehr englandmäßig. Und in Midgard, da geht es dann mehr in den Norden. Da ist dann alles sehr, ja, eigentlich nicht Schottland, sondern noch nordischer, Wikingermäßig. Also da habt ihr dann Trolle und Zwerge. Und Midgard ist also dann noch ein schneereicheres Gebiet. Und es sind wirklich sehr große Gebiete, sehr große Zonen. Also da die ganze Zeit durchzureiten. Ihr seht jetzt hier die kleine Insel. Ich reite ja jetzt auch schon 2, 3 Minütchen. Das ist schon viel Zeit, die man hier verbringen kann. Und es ist halt nicht so, dass man einfach mal das Reich wechseln kann. Es ist nicht wie bei Elder Scrolls Online, dass man wirklich alle Reiche durchquesten kann. Und es ist auch nicht so wie bei WoW, dass man mal in den Horde-Bereich fliegen kann und dann dort rumläuft oder so. Nein, die sind wirklich getrennt hier. Kommt auf den Server natürlich an. Es gibt natürlich auch Server, wo es geht. Glaub ich. Also wo man PvP. Also klassisch, ich weiß nicht, es gibt so viele verschiedene Server, auch privatbetriebene, die dann, glaube ich, nicht legal sind. Das weiß ich aber nicht genau. Da könnt ihr also auch ziemlich viele verschiedene Regelsätze finden, aber die Hauptserver, da gibt es nur einen RP-Server und, glaube ich, einen klassischen Server, wo nicht die Add-ons aktiviert sind. Aber wie gesagt, ich rede jetzt viel Quatsch. Wenn ihr es besser wisst, schreibt es in die Kommentare. Es gibt unterschiedliche Server. Ich bin auf einem ganz normalen Server, einem PvE-Server mit allen Add-ons. Heißt, die drei Reiche haben ihre eigenen Länder. Und dann geht man in die Grenzgebiete, in die Frontiers, um RVR zu machen. Also gegen andere Reiche zu kämpfen. Hier oben ist zum Beispiel so ein Dungeon, Fomor. Da ist man ab und zu mal früher mit der Gruppe unterwegs gewesen. Also ich habe es gerade auf der Minimap gezeigt gehabt. Da kann man dann wirklich tief in den Dungeon, da ist man lange unterwegs. Da sind ganz viele Mobs, die adden und da muss man auch Areas reinhauen und so weiter. Also das ist dann ganz schön actionreich. Und da sind wir dann immer als Gilden-Event rein. Das war immer ganz schön. Da konnte man dann immer mit 6, 8, 12, 14, 43 Leuten rein. Ja, bei manchen Gildentreffen hatten wir mal 30 Leute oder so. Also es ist schon ein Spiel, wo die Massen gespielt haben. Das muss man einfach sagen. Und wo man nicht eingeschränkt war. Eine Gruppengröße ist 8 Leute. Und 8 Leute bedeutet ja schon doch einiges in der Gruppe, ne? Da muss man ja doch schon gucken, Heiler, Tank und davon alles dann zweimal, wenn man es möchte. Ja? Man kann auch nur einen Tank mitnehmen und nimmt 4 Heiler mit oder so. Also das ist halt schon sehr, sehr flexibel gemacht, das Spiel. Es ist nicht so eingeschränkt, dass man sagt, okay, wir haben nur 4 Plätze und jede Gruppenklasse oder jede Klasse muss vertreten sein. Was in den neuen Spielen sehr oft so ist, ja. Da braucht man zwar weniger Spiele, aber es müssen die richtigen sein. Hier war es früher so,
Es können mehrere Spieler sein, es müssen aber nicht die richtigen sein. Ja, man kann also auch mal was mitnehmen, was überhaupt gar keinen Zweck hat. Hauptsache, es macht ein bisschen Damage so in etwa. Oder Hauptsache, es kann ein bisschen heilen. Dann hat man halt mal drei Heiler dabei gehabt und nur zwei Caster und man konnte trotzdem durch die Gegend laufen. Schöner war es natürlich mit fünf Castern und einem Heiler, einem Tank oder so. Aber es war total egal. So, mittlerweile werden die Mobs auch farblich. Die werden jetzt also hier grün. Das war auch was bei dem Spiel, wo ich sagen muss, das war cool. Graue Mobs haben einen gar nicht angegriffen. Grüne Mobs, ja, nur wenn man ganz nah dran ginge, die haben also schon so eine ganz kleine Aggro-Reichweite dann nur noch gehabt. Ja, und dann wurde es dann immer höher. Dann kommen blaue Mobs, die greifen dann schon normal an. Und gelbe und orange, rote, die sind natürlich absolut gefährlich dann schon. So, und das ist halt was, das ist auch heute in den Spielen nicht, da greifen auch manchmal die grauen Mobs an und sowas. Oder die Mobs sind sogar immer auf dem gleichen Spielerlevel, das ist dann ganz nervig, wenn jeder Mob eigentlich so stark ist wie man selber und immer alles angreift. So, wir müssen hier ganz tief nach World's End, das ist die Valentinstags-Quest, nach Kritzek, das ist ein Dorf, das eine Fraktion hat. Dort kann man nur hinfliegen, wenn man auch neutral oder freundlich mit den Kritzek ist. Ja, wer die Kritzek sind, seht ihr jetzt gleich. Und da müsste man eigentlich jetzt zu Fuß hinlaufen. Das ist aber auch schon gelbes Gebiet. Da müsste man auch viele Mobs wegräumen schon. Also es wird dann schon aggro. Und hier ist so ein Kritzek. Das sind also Heuschreckenwesen. Die reden mit einem. Die können mit einem kämpfen. Die kann man also auch töten. Ja, jetzt hier nicht den Stable Master. Aber andere Mobs, die dann nachher in dem Dorf sind. Da könnte man das ganze Dorf töten. Die ganzen Kritzek töten. Das machen wir aber nicht, weil wir wollen die Fraktion freundlich halten und ich kann immer nur sagen, das Spiel ist von 2002, da kam dann Add-ons 2003, 4, 5, alles was ihr hier so seht, ist meistens vor World of Warcraft gewesen oder vor, ja was ist noch bekannt, Star Wars The Old Republic oder vor Elder Scrolls Online, also viele Sachen, muss man einfach sagen, hat Dark Age erfunden und das finde ich halt ziemlich cool. Was schade ist, dass es nur noch Englisch ist. Es war früher auf Deutsch, als es hier von Goa in Frankreich gepublished wurde. Dann wurde noch eine deutsche Übersetzung, französische Übersetzung gepflegt. Mittlerweile nur noch Englisch, ist in den USA. Spieler spielen es nicht mehr, weil ihr seht natürlich die Grafik an manchen Stellen, ist sie dann doch ziemlich altbacken. Ne? Oder eigentlich ist sie immer altbacken. Ein paar neue Texturen wurden ins Land gebracht. Aber es ist halt nicht mehr up-to-date und auch das UI ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Da haben sie auch irgendwie keinerlei Möglichkeiten gehabt, das mal richtig modern zu gestalten oder mal sehr flexibel zu gestalten. Mittlerweile kann man die Fenster zwar alle vergrößern, verkleinern und Alpha einsetzen, aber ja, man wünscht sich eigentlich was Schöneres. So. Wir sind also jetzt fast da. Alle Mobs, die ihr hier unten seht, ich mache immer Tab. Man sieht schon unten rechts neben links neben meinem Charakter anzeigen, dass man hier Mobs hat, die sind blau oder gelb. Also die Mobs sind immer in dem kleinen Fensterchen neben meinem Charakter. Unten, wo Gariad steht. So, und hier müsste man überall lang gehen. Da sind jetzt auch Korrupter. So, die sind dann auch schon gelb. Gleiches Level wie wir. Also da muss man doch einiges aus dem Weg räumen, wenn man hier lang gehen würde. Jetzt wären sie auch schon langsam orange. Also World's End ist schon ein Gebiet, wo hochlevelige Mobs unterwegs sind. Da die aber neutral sind, ist es egal. Die greifen da nicht an. So, und hier haben wir das Dorf, der Kritzek. Da müssen wir aber nicht rein. Da kann man zwar questen, wenn man auf Shrouded Isle questet. Hier also auf diesem Gebiet. Aber wir müssen noch weiter tiefer ins Gebiet, da wird es noch ein bisschen gefährlicher und müssen dort eine Kiste abliefern für Harris aus Tirnanog. Und das ist dann die Valentinstagsquest. Also müssen wir ein nettes Geschenk ins Ende der Welt bringen. Also in die tiefste Walachei, wird man hier in Köln sagen, oder in der Eifel. Ja, und da sind wir jetzt unterwegs, ne? Wir laufen also hier wirklich bis ans Ende der Welt für ein Geschenk zum Valentinstag. Ist das nicht romantisch? Ist das nicht eine schöne Quest? Ja, darum habt ihr jetzt mal Shrouded Isle gesehen. Das war so eigentlich der ganze Hintergrund, den ich dabei hatte. Dass ihr einfach mal seht, wie so ein Gebiet aussieht.
wie so eine Insel aussieht, wie Dark Age of Camelot aussieht, wenn ihr es lange nicht mehr gespielt habt und einfach nochmal reingucken wolltet. Aber wir machen die Quest jetzt auch noch komplett zu Ende, also keine Angst. Ich mache jetzt nicht Schluss, nur weil das sich so anhört. Noch ein bisschen was machen wir. Hier ist es relativ gefährlich, hier laufen auch Named Mobs rum, das heißt, die sind auch dann relativ stark. Und die Mobs, die hier auch so rumlaufen, sind dann auch schon orange. Die sind also ein bisschen stärker als man selber und aggressiv, steht da unten im Textchat. Das muss man unten im Textchat nachlesen. Ja, da seht ihr schon, es ist relativ veraltet, das Spiel. Aber die Farbe der Schrift hilft einem halt schon, ob sie überhaupt gefährlich sind oder nicht. Nur man muss nachlesen, ob sie neutral sind oder aggressiv. So, und hier steht Chellia. Und die möchte die Kiste von Harris, die Valentinstagsquest, haben. Wo haben wir die Kiste? Da müssen wir jetzt erstmal die Quest kurz finden. Das ist das Questfenster, auch relativ altmodisch, hier jede einzelne Quest aufzumachen. Keeping Company. So. Und da hat sie die Kiste bekommen. Harris. Ja, it's been a while. Genau. So, sie freut sich, sie hat ein Geschenk bekommen und jetzt können wir zurück nach Harris in Tananok und mit ihm sprechen. Wir könnten jetzt den Bindestein benutzen. Ah ja, und da haben wir auch mal einen Named. Ja, ihr seht, da ist der Orangene und da hinten läuft ein Roter rum. Mal gucken, ob wir den Orangenen schaffen. Jetzt haben wir es ja geschafft, jetzt können wir auch ruhig sterben, wenn wir es nicht schaffen. Aber wenn ich als Caster hier meine Ruhe habe, meine zwei Bolts abschießen kann und dann noch dreimal hier mein normaler Zauber trifft, okay, viermal, dann ist das Ding auch tot, ja, dann ist auch so ein Orangener gegessen. Aber da der Named, der da eben lief, da hinten, der hat auch ein paar Ads und den schaffe ich dann doch nicht. Da muss ein Beschwörer ran als Bombe und der kann dann Areas machen, da reinlaufen und dann hat der es meistens auch geschafft. Ich schaff's alleine nicht, einen roten. Die haben nämlich auch mehr Resistenzen. So, und jetzt hier die Story für die Valentinstagsquest geben wir nun auch ab. So, er freut sich, sie freut sich, sie hat eine Kiste bekommen und wir bekommen auch als Belohnung eine Kiste. Ja, wir haben die Kiste gekauft, haben die dahin gebracht und fertig. Das war die Valentinstagsquest, die zweite. Es gibt noch eine andere, die ich beim letzten Let's Play schon gezeigt habe. Und dafür kriegen wir jetzt eine Kiste, Level 36. Jo, und dann Constitution 9, nur gut. Richtig was mit anfangen konnte ich nicht. Beim nächsten Mal machen wir einen Dungeon, machen wir Darkness Falls, machen wir die Siabra Quest, machen wir die Champion Quest. Da wird's richtig interessant. Also schaltet wieder ein. Bis demnächst. Macht's gut. Bye bye, euer Garion.